Hallo Freunde, ich begrüße euch zu einer Folge WoW. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, drückt bei YouTube abonnieren, bei Twitch folgen und wenn ihr mich anderweitig unterstützen wollt, folgt den Hinweisen unter dem Video oder in der Beschreibung bei Twitch. Und jetzt lasst uns anfangen. So, willkommen zurück. Eine neue Folge in WoW Shadowlands. Wir sind in Algorsons Sägewerk angekommen, haben den Quest abgegeben und jetzt haben wir ein Gespräch angefangen. Optimale Ressourcenauslastung. Ich erzähle euch mal was über meine Angestellten. Sie übertreiben immer maßlos. Ich gebe ihnen Arbeit mit fairem Gehalt und was ist der Dank? Ihnen fällt nichts Besseres ein, als eine Ausrede nach der anderen aufzutischen, warum sie angeblich nicht arbeiten können. Die Bäume sind zum Leben erwacht. Bäume laufen umher und attackieren Menschen? Also bitte. Da erzählt meine Oma ja bessere Märchen. Wenn ich das glauben soll, brauche ich einen stichhaltigen Beweis. Sammelt 5 holzverzierte Schädel in Algorsons Sägewerk. Okay. Oh, und dann kommt noch was. Inventardefizit. Meine Angestellten behaupten, sie wären angegriffen worden. Sie sagen, Wildtiere und Holzmänner würden unsere Arbeiter töten. Ich sage, wir verlieren ihr wertvolle Ausrüstung. Habt ihr eine Vorstellung davon, wie viele betriebseigene Äxte mittlerweile da draußen herumliegen? So verschwenden sie mein hart erarbeitetes Geld. Ich möchte, dass ihr diese Werkzeuge zurückholt. Sammelt 5 wiederbeschaffte Äxte von Algorsons toten Holzfällern. Mach mal. Günstige Winde. Günstige Winde, ja, kann ich verstehen. Und da gibt es gleich noch ein Quest. Benjamin Algorson, Ersatzkoordinator. Der sieht aber nicht gut aus. Doch, doch. Mein Vater sieht offensichtlich nicht, was direkt vor seiner Nase passiert. Er verbarrikadiert sich in seinem Büro und kommt erst spät nachts nach Hause. Und nun bin ich, sein einziger Sohn, hier draußen mit seinen ganzen Arbeitern gefangen. Sie sitzen hier richtig in der Patsche, aber mein Vater wird ihnen niemals glauben. Wenn er sich nicht um die Hintergründe dieses Angriffs kümmert, werde ich der Sache eben selbst auf den Grund gehen. Befreit 5 umschlungene Holzfäller in Algorsons Sägewerk. Abwarten und Tee trinken. Okay, so machen wir das. Also. Du siehst ja doof aus. Brennnessel. Okay, Brennnessel. Oh, ihr seid gleich mehrere davon. Wir sehen aber irgendwie nicht so spaßig drauf aus. Machen wir nicht wirklich Spaß, die Jungs. Okay. Oh, da gab es einen Schädel. Glaub nicht. Eine Brennnessel. Einen Schlafenden geklaut, oder? Bin mir unsicher. Wir geben uns niemals kampflos geschlagen. Nö, sollte auch nicht. Das wäre auch nicht unbedingt notwendig. Heilen.
Oh, wenn wir jetzt angeln könnten, gäbe es hier einen Schwarm rasender Tigerfische. Ich habe gesehen, da hinten ist irgendwo eine Schatzkarte. Eine Schatzkiste. Hier, eine kleine Schatztruhe. Da ist ja meistens auch gut was drin. Niet. Und er hilft mir. Dann befreien wir gleich noch einen. Jetzt einige. Ja, das war jetzt nicht so gut. Machen wir zu viele. Der muss auch was zu sagen haben. So, du bist frei. Das passt. Ja, geht doch alles. Aber die sind schon die Nummer anstrengender. Aber es ist interessant, sobald man einen zweiten befreit, bringt das nichts. Es bleiben dann nicht zwei bei einem, sondern der eine ist dann weiterhin da und der andere ist dann weg. Komm hier, nehme ich immer gleich mit. Machen wir uns jetzt hier nicht rum. Schon irgendwie überstehen. Das andere hier weggefetzt. Nutzer. So. Täubt das Ziel. Zack. Sehr gut. Hübsch. Einwandfrei. Hat man Heilung drauf. Ich muss. So, und dann haben wir den auch erledigt. Mal gucken, ob es was... was haben wir denn hier? Eine Axt. Einhändig.
Oh, schade. Aber... Nee, 4, ist genauso wie das Schwert, was wir, wie das Stangenwaffe, die wir jetzt haben. Aber da könnte ich dann natürlich noch ein Schild dazu tragen. Jetzt sind wir bei der nächsten Sache. Schild habe ich nicht. Oder? Nee, hatte ich nicht. Oh, wir geben uns auch mit dem Schwert zusammen. Mal gucken, was passiert. Schon mal schön zu wissen. Gut, okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen... Nee, dich nicht nochmal. Dich hatte ich jetzt schon. Zweimal will ich nicht. Geh weg. Oh Mann, ja, ey. Nee, dann hängt das nicht. Dann hängt er nichts mehr. Was soll denn das? Einer fehlt. Und dann können wir den Rest nämlich abgeben. Oder theoretisch sogar beide. Maske gab es auch noch. So, gut. Dann gehen wir uns abgeben und dann haben wir den neuen Quest. Was es gebracht hat. Hier ist jetzt erstmal etwas Ruhe. Gut. Dann gucken wir mal, was er uns erzählt. Schönes. Ah, der Wald, der aggressive Spinnen. Wie sollen wir die Bäume finden? Okay, jetzt sind Spinnen. Gibt es Neues vom Festland? Die Schädel haben wir. Ich biete Ihnen gute Arbeit und gute Bezahlung. Und das ist nur der Dank. Also das ist ja sehr interessant. Warum laufen meine Männer weg? Sie sollten lieber diese Dinger einsammeln. Damit kann man ja ein Vermögen machen. Okay, Sonderurlaub. Mein Sohn ist viel zu weichherzig. Er muss härter werden, wenn er dieses Geschäft eines Tages führen will. Die Pracht mir es beschützen uns. So war es immer. Oh, ich habe nicht alle Äxte gehabt. Mist. Immer warm halten. Das ist jetzt aber doof. Mir fehlt noch eine Axt. Nehmen wir die gleich von hier oben. Hilf, geh weg. So. Axtquest noch. Ich fürchte, Frieden ist uns einfach nicht vergönnt. Frieden ist uns nicht vergönnt, okay. Ich gebe mein ganzes Geld aus, um den Arbeitern das Material zu verschaffen, das sie brauchen, und sie verlieren es dann ständig. Was soll ich denn noch alles durchgehen lassen? Bitte die Äxte. Vielleicht sollte ich ihnen die Kosten für die Äxte zukünftig vom Lohn abziehen. Kann man machen. Mein Sohn ist wohin gegangen? Er ist wieder einmal unseren Arbeitern in den Wald nachgejagt. Dieser Junge ist zu weichherzig. Ganz gleich, was ich mache, er wird niemals stark genug sein, um das Familiengeschäft zu übernehmen. Ich will, dass er auf der Stelle zurückkommt. Er hat Besseres zu tun, als sinnlos unseren Angestellten nachzulaufen. Findet Benjamin Algerson in der Nähe der Farnwaldhöhe. Machen wir. Die Pracht mir es beschützen uns. So war es immer. Jupp. Das ist schon mal in Action. Zack. Gibt's
da drüben noch ein Quest mit Fragezeichen. Neue Strategie. Okay, da sollen wir also wirklich rüber. Ja, dann machen wir das. Da drüben ist auch die Kiste. Dann machen wir das jetzt gleich beides zusammen. Einmal Kiste, einmal das. Vielleicht kommen wir in die Kiste recht problemlos rein. So, erstmal die Quest. Benjamin, der hat Angst, der versteckt sich. Vater lässt sich durch sein Streben nach Erfolg, wenn er unseren Angestellten nicht zuhören will, dann muss ich es eben tun. Okay. Und jetzt kriegen wir von ihm eine ganze Menge neue Quests. Also gut vernetzt. Mich überrascht nicht, dass die Arbeiter trotz dieser Tiere in den Wäldern geblieben sind. Vater gibt es nicht gern zu, aber einige Arbeiter zeichnen sich durch eine sehr hohe Arbeitsmoral aus. Und nun haben die Spinnen sie gefangen. Vielleicht wissen sie ja, was hier vor sich geht. Befreit sie aus den Spinnennetzen und findet heraus, was sie wissen. Spinnenomelett. Noch nie hat es in diesen Wäldern so viele Spinnen gegeben. Wenn die alle aus der letzten Zeit stammen, müssen sie zudem auch noch verderbt sein. Wir dürfen nicht zulassen, dass noch weitere dieser aggressiven Spinnen aus ihnen ausschlüpfen. Zerstört auf eurem Weg durch die Wälder diese Eier. Noch mehr Spinnen können zu einem unkontrollierten Befall führen. Machen wir. Und Ergebnisprotokoll. Kein Wunder, dass unsere Arbeiter Angst davor haben, in diese Wälder zu gehen. Normalerweise hätten sich Bären und Spinnen von den Menschen halten. Normalerweise halten sich Bären und Spinnen von den Menschen fern. Aber diese Tiere sind nicht normal. Vater würde vor Wut toben, wenn die Produktion zum Erliegen käme. Bitte tötet diese Tiere, damit es auf der Farnwaldhöhe wieder sicherer wird. Töte 10 bezauberte Wildtiere aus der Farnwaldhöhe. Allzeit günstigen Wind! Okay, dann geht's doch hier gleich schon los. Ein Spinnchen bitte. Spinne am Abend. Entladend. Bewegungsempfindlich, also würde man immer bewegungsempfindlich. Ich habe kein Ziel. Ich auch nicht. So, du bist frei. In den Wäldern gibt es eine Hexe und sie ist okay. Es gibt eine Hexe. Die ist bestimmt irgendwo da, wo die Dingens ist. Und dann du zuerst. Ruf. Oh, gleich zwei. So, eins. Zack, ab. Und noch ein drauf. Und noch ein drauf. Und geheilt. Und ein hiervon. Und so. Erst das erledigt. Eine Weile hinterher. Und Hopsasser. Geheilt. Das sieht doch gut aus. Und noch ein hiervon. Und geheilt. So, da oben ist die Kiste irgendwo bestimmt. Wenn ich da oben, dann gibt es irgendwo eine Höhle. Theoretisch sagt, da stehe ich direkt davor. Was war denn das? Schon wieder aufgestiegen. Hier ist ständig ein Aufstieg nach dem nächsten. Nein, alles gut. Ist ja schön so. Aber es gab... Ah ja, doch, es gab schon wieder einen Zauberrein, der da ist. Heißt Schild der Vergeltung. Erzeugt eine Barriere heiligen Lichts, die 50 Sekunden lang Schaden absorbiert. Okay, wenn er explodiert, das ist gut. Gottesschild. Ja, halt Quatsch, den kann man hier lassen. Das sind dann also so ein paar Angstblasen, sozusagen. So, wo ist jetzt die Kiste?
Und was ist drinnen? Oh, das ging jetzt aber schnell. Alter Seemanns Almanach und Pilgerschriftrolle, das ist gut. So, dann müssen wir jetzt mal kurz kämpfen. Gut, gut. So wird's was. Jetzt nehmen wir doch mehr Kolben jetzt nicht aus. Zack. Und dann eine halbe Minute dran. Sehr gut. So, okay, dann machen wir jetzt hier weiter. Oh, was ist da hinten? Ach, das sind hier Eier. Und als zwei sind, war der Schritt doppelt und deshalb sah es so wirklich aus. Man denken könnte, da stimmt was nicht. Der Bildschirm ist kaputt oder was auch immer. Noch ein Spinnchen. Gleich. Okay. Kümmern wir uns um die Eier. Okay. Jetzt einmal den hier gleich noch. Gut. Und dann gab es hier oben nochmal irgendwo einen Haufen Eier. Eiern ist ja auch ein alter Knecht. Ich brauche ein Ziel. Blöden Viecherchen ja immer. Gibt's hier gar nicht. Oh, du bist auch frei. Nicht den jetzt hier fest. Da. Okay, also weiter mit den Eiern. So, die Wildtüren. Oh, Wildtüre. Ja. Da muss echt mit dem Deutsch nicht sein. Die Wildtüre. Hey. So, eins noch. Es fängt auch noch an zu regnen. Ach nee. Was? Oh, dann eben hier noch. Und erledigt, der Quest ist auch durch. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Eier. Ach, guck an. Ich war der Meinung, ich war durch mit den Eiern. Das ist Unsinn. Aber was soll's. So, dann haben wir gleich mal vier Eier. Einmal. Könnte doch glatt was werden. Ja.
So, damit müssten jetzt eingewebte Holzfäller befreien. Okay, also wir brauchen noch einen Weberknecht quasi und dahinter gibt es noch ein Ausrufezeichen. Jetzt brauchen wir einen eingewebten Holzfäller. Ah, den finden wir noch. Da oben zappelt ein. War das so? Ja. Ja. So, du bist. Ah, hier. Und noch eins, gleich zwei davon. Kurze Heilung. Und nochmal austeilen. Und da sitzt er doch schon wieder. Ne, ist ein anderer. Tillmann Pfleger. Was kann ich für euch tun? Weiß ich noch nicht. Ich habe sie gesehen, die Hexe. Oha. Sie ist also eine Spinne, die Hexe. Höhe. Sie kommt von Zeit zu Zeit in die Höhle, um nach ihrem Haustier zu sehen. Ich habe noch nie so eine große Spinne gesehen. Ach so. Sie verbreitet ihren Zauber, verflucht alle Tiere hier im Wald und befiehlt ihnen, uns anzugreifen. Die Brutmutter hat jede Menge Eier gelegt. Wenn die ausschlüpfen, wird es hier noch viel mehr von diesen besessenen Bestien geben. Wenn ihr sie tötet, könnt ihr vielleicht diesen Befall aufhalten. Tötet die Mooszahnmatriarchin. Immer okay. Schön auf Kurs bleiben. Natürlich bleibe ich auf Kurs. Keine andere Wahl. Puh, ist die hässlich. Ich brauche ein Ziel. Na, die da. Nee, 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 nee. Puh. Was macht die denn hier? Geh weg, geh weg, was? Ah, okay. Hab ich kapiert. Hallo? Oh, schön. Toll. Wird er einmal abgebrochen? Gut. Kleiner Moment, geht bestimmt gleich weiter. So, dann halte ich mal kurz das Video an, bis es wieder auf Kurs ist. Wobei, ich halte das Video nicht an. Wir sind bei 27 Minuten. Das Spiel ist abgestürzt. Und wir gucken uns in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Drückt auf Abonnieren. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.